Garden of Banban 2 kam, glaube ich, ungefähr 3 Monate nach dem ersten Teil, der schon sehr durchwachsen angekommen ist. Vor allem, weil es spielerisch vielen nicht so zugesagt hat. Es gab ein bisschen wenig Horror. Und hier unten rechts, es gab von Anfang an Werbung für weitere Teile, die parallel schon in Entwicklung waren, und einen Merch-Shop. Das heißt, es war schon relativ offensichtlich, dass die Entwickler hier versucht hatten, auf den Hype von Poppy Playtime und FNAF aufzuspringen und das Ganze von Anfang an brutal zu monetarisieren. Aber vielleicht kriegen sie es ja mit dem zweiten Teil hin, weitere Fans zu gewinnen. Spoiler, der zweite Teil ist noch verhasster als der erste. Also gehen wir rein in ein Spiel, das uns wahrscheinlich enttäuschen wird. Aber machen wir das Beste draus. Lachen wir uns tot. For a parent looking for their missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Die haben noch nicht mal den Anfang geändert. Der exakt derselbe Text stand in Garden of Banban 1 schon da. Okay, aber gucken wir mal, was verändert sich bis um 3 Uhr nachts? Nichts, oder? Okay, die Stimmen sind weg. Oh, ich kann mir sowas nicht merken. Aber ich glaube, es wurden weniger Stühle. Kann das? Und jetzt ist es dunkel. Oh mein Gott. Und damit legen wir los. Beim letzten Mal sind wir ja mit dem Aufzug abgestürzt, nachdem uns, ja, genau er hier, Jumbo Josh heißt er, glaube ich, angegriffen hat. Aber den scheinen wir jetzt los zu sein. Ich hoffe es zumindest. Und natürlich liegt hier ganz random eine Schlüsselkarte rum. Oh, und da ist meine Fernbedienung für die Drohne. Ganz, ganz wichtig. Oh, scheint allerdings ein bisschen ramponiert zu sein, das Ding. Ich hoffe, es funktioniert noch. Nein, weil ich kann meine Drohne nicht rufen. Okay, egal. Gucken wir erstmal, wohin das führt. An sich sollte das ja hier ein Kindergarten sein, aber warum hat dieser Kindergarten einen geheimen Keller und so eine militär angehauchte Wand? Das alles erinnert mich eher an Area 51. Bin mal sehr gespannt, was sie sich da für eine Story ausgedacht haben. Hä, Moment mal, was? Hä? Warum ist hier ein ganzer Wohnkomplex, bitte? Wir sind, wie gesagt, in dem Keller eines Kindergartens. Was zur Hölle? Und warum liegen immer überall diese Schlüsselkarten rum, wenn die doch eigentlich so ultra wichtig sind? Jetzt bin ich gespannt. Das ist es. Das Ding, das wir gemacht haben, ist hinter uns her und will uns beißen. Alle sind verschwunden. Und die Stimmen aus dem Abgrund werden lauter. Ich denke, ich habe sogar 1 oder 2 Gesichter gesehen, die mich anstarrten. Uns wurde gesagt, dass alles, was da in den Abgrund fällt, stirbt, aber das scheint nicht zu stimmen. Wenn du das liest, dann glaub mir. Lauf! Geh weg! Alles, was hier unten passiert, sollte vergessen werden, aus der Geschichte gelöscht werden. Was soll das? Was passiert hier bitte? Einfach Backrooms von außen. Oh ja, stimmt. Ey, ich habe auch noch nie ein Backrooms-Game gespielt. Sollte ich, glaube ich, auch mal machen. Du hast aber recht, ja. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wie da innen drin die Backrooms sind. Okay, eine Brücke erscheint. Alles klar. Sieht aus wie eine Landebahn. Was ist das hier? Testing-Sektor. Oh, wait. Die haben doch gerade auf dem Zettel davon gesprochen, dass irgendwas hier erschaffen wird. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Theorie. Aber ich komme da nicht rein. Meine Theorie ist, dass sie die Kinder, die Kindergartenkinder, zu diesen Plüschtieren gemacht haben. Aber warum? Keine Ahnung. Medical Sektor. Ja, ja, doch. Hier gehen irgendwelche kranken Experimente ab. So richtig geistesgestörter Scheiß wahrscheinlich. Lass mal nach rechts gehen, weil da ist zumindest Licht.
Viel Spaß, Tommy. Dieses Spiel wird wegen der Qualität ein Horror. Oh, Fantasy. Steh mir bitte bei. Comms-Sektor. Was steht da? The Spider is real. Nein, bitte nicht. Ich mag keine Spinnen. There is an elevator to success, but stairs are good exercise. Ja, vor allem, weil im Elevator wahrscheinlich KLS wartet. Wow. Was ist das? Ist das die Spinne? Was war das denn? Lange dunkle Gänge sind nie gut. Nee, und Komplexe in einem Keller auch nicht. The Spider is real. And it's coming. Oh nein. Im ersten Teil war ja so ein komischer Flamingo hinter uns her. Neben Jumbo. Aber wenn jetzt eine Spinne kommt, oh, dann kriegen sie mich vielleicht. Dann werde ich mir einscheißen. Also wie bei Poppy Playtime. Ja, alles ist wahrscheinlich wie bei Poppy Playtime. Nur in billig. Banbans Kindergarten. Okay, jetzt plötzlich wieder Kindergarten, obwohl es unten ja mal gar nicht danach aussah. Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Ja? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Ich soll in die Kamera winken? Warte, wer ist das? Hallo? Ah, ich soll E drücken. Die blaue Spinne heißt Nap-Nap. Oh, den Namen habe ich schon mal gehört. I'm so glad you're here. Ich nicht. This was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Wo, hier? Oder was meint er? Hier ist übrigens eine neue Drohne, weil ich glaube, meine alte ist tatsächlich kaputt gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er meint. Ach hier, die Tür. Okay. Aber ist das nicht ein bisschen sus, dass so ein Typ hier einfach weiß Gott wie lange ist und zu uns spricht? Können wir dem vertrauen? Und warum ist hier ein Kuchen? Ich dachte, the cake is a lie. Emergency Alarm. Ja, besser ist es, aber ich kann es nicht aktivieren. Oh, was ist das? Sieht aus wie ein Pömpel. Ah, nee, es ist eine neue Antenne. Aber es sah aus, als wenn es eigentlich für mein Klo wäre. Voice Acting. Ja, ich wollte es auch schon sagen. Das Voice Acting klingt voll unprofessionell. Also das ist wahrscheinlich einer der beiden Entwickler, der das eingesprochen hat. Oh, was ist das denn hier? Das klang richtig, richtig unprofessionell. Fast schon KI generiert. Ah, da ist ja meine neue Drohne. Okay, dann lass uns doch gleich mal den Schalter drücken. Könnt ihr auch spawnen wieder? Moment. Was war das? Oh, the good old drones. I lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things. Like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Hey, wie weird ist das alles? Wir sind in einem Kindergarten mit einem Area 51 Keller. Und er scheint irgendwo eingesperrt zu sein, aber er macht sich Sorgen über seine Drohne, die er letzte Woche verloren hat. Alles klar, Digga. Du bist also Nap-Nap? Moment, sollte das nicht eine Spinne sein? Warum hat die nur vier Arme? Was ist mit den anderen passiert? Oh, und da gibt's noch mehr sympathische
Meet the family. Nein, danke. Meine Familie ist schon schlimm genug. Du kannst die Drohne auch customizen. Ach so, das sollte ich jetzt machen. Okay, ich habe nämlich nicht zu Ende gehört. Ich war völlig verwirrt. Ach krass! Okay. Yo, aber bitte ramm mich nicht. Wir können da die Farbe und alles einstellen. Okay, das hat was, muss ich sagen. Lass mal so eine Orangene machen. Man kann Hüte auswählen? Cowboy Hat. Match Remote. Apply. Okay, ja gut, das ist eigentlich ganz nice. Du musst jetzt das Rätsel lösen. Ah, okay, also. Zum Rätsel. From lowest to greatest. Das heißt, wir fangen bei der 4 an. Sprich. Nee, Quatsch, bei June. June ist der Noob. Der hat nur 3 Punkte. Und sitzt hier hinten, I guess. Dann kommt Drew. Der nächste ist auf der anderen Seite bei Blau, nämlich die Rachel. Shaver mit der 7. Der shaved sich immer, bevor er zur Arbeit geht. Ganz Körper natürlich. Dann kommt Rahul. Der Sohn von Raul. Der Real Madrid-Legende. Und dann haben wir Nasem. Damit wäre auch Blau schon komplett abgehakt. Wenn ich das richtig sehe. Bleiben also nur noch HH. Und Waverly. Ich hoffe, das ist richtig. Yay! War ja gar nicht so schwer. Lucky Luke. Ja, mit einem Cowboy-Hat. Die Farbe passt auch einigermaßen, ne? Lucky Luke-Drohne. Ja, aber es ist eigentlich ganz cool, dass sie einem die Möglichkeit geben, die Drohne zu customizen. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. Okay, alles klar. Aber habe ich das hier vorhin gerade richtig verstanden? Die Punkte richten sich danach, wie hart die gearbeitet haben. Was ist denn das bitteschön für einen asozialer Move? Aber gut, ich glaube, wer hier arbeitet, der hat ohnehin kein Gewissen. Nab Nab sagt, es ist okay, keine Freunde zu haben und so miserabel zu sein wie ich. Hä? Was ist denn das bitte für ein Advice in einem Kindergarten, bitte? What the hell? Sheriff Toadster sagt, behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Mit Respekt. Ja, also ich glaube, ihr solltet euch eher ein Beispiel an Sheriff Toadster nehmen. Wer bist du? Slow Celine. Sie sagt, ich bin vielleicht langsam, aber ich bin sehr schnell darin, jemandem zu helfen. Oh, auch ganz süß. Vielleicht sind die ja nicht alle böse. Wer weiß. Aber vor Nap Nap sollten wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Oh, was ist das bitte für ein komischer Raum? Reminder to all workers. Arbeitet in Gruppen, die nicht kleiner als 2 sind. Nehmt immer eure Taschenlampen mit. Die sind im Equipmentraum, also im Ausrüstungsraum. Wenn ihr euch in Konfrontation mit einer Spinne befindet, verhaltet euch so laut wie möglich, bis Hilfe erscheint. Hä? Warum dulden die hier unten dann bitte diese Riesenspinne? Also die scheinen davon ja sogar Kenntnis zu haben. Holt doch einen Kammerjäger oder besorgt euch einen Flammenwerfer. Und was zum Teufel sollen diese Pfeile hier bedeuten?
Diesmal Nab Nab rückwärts. Ban Ban. Oh, du hast recht. Hä? Hat das was zu bedeuten? Vielleicht ist Ban Ban jedes einzelne dieser Monster und kann die Form wechseln? Ich check nicht, was diese Pfeile mir sagen sollen. Aber vielleicht wird das später noch wichtig. Und ich check auch nicht, warum der Lagerraum so komplett leer ist und aufgebaut wie ein Labyrinth. Also hier will ich nicht arbeiten. Das ist ja furchtbar. Da war ein Schild. Okay, also blauer Pfeil bedeutet rechts. Ah nee, Quatsch. Blauer Pfeil bedeutet da lang und der rosa Pfeil andere Richtung. Hä? Remember to protect yourself. Hard head und high fist best. Ja, haben wir leider nicht. Also sollte jetzt gleich was hinter uns her sein und das Gefühl habe ich, dann haben wir ein Problem. Okay. Erstmal die Drohne holen. Düdüdü. Zum Glück können die sich teleportieren. Und nicht vergessen, gelbes Glas müssen wir erst zerstören. Weil wir können ja da hier die Drohne nicht hinsetzen. Aber wir können, warte mal. Wir können sie hier hinsetzen. Ah, das dauert immer alles so lange, ne? Genau, wir können sie hier hinsetzen und dann den Befehl geben, gegen die Wand zu fliegen. Dabei zerstört sie das Glas und jetzt können wir den Schalter drücken. Wunderbar. Ich rieche einen Tod. Ja, es wird wahrscheinlich gleich was hinter uns her sein. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Aber hey, ich habe das Schild gelesen. Wir wissen, wie es geht. Eigentlich kann uns nichts passieren. Hä? Die Tür ist gar nicht aufgegangen. Oder unten. Warum ist da oben dann eine Tür? Ist ja übelst verwirrend. Puh, oh nein. Oh, ich dachte gerade, sie ist hinter mir. Hier ist ja auch nichts. Keine Westen, kein Helm, aber eine Schlüsselkarte. Was ist das? Was? Wo kam die Spinne denn auf einmal her? Was ist das denn? So, Schlüsselkarte nochmal nehmen. Und jetzt, no matter what, wir laufen. Sie kommt nämlich schon. Sie kommt. Wir müssen sie irgendwie austricksen. Ah, deswegen gehen die Lichter aus, damit man nicht mehr genau erkennen kann, was das für Pfeile sind. Ja, aber wenn man einmal weiß, was man machen muss, dann ist es nicht so wild. Diese Musik. Oh, das ist so cringe. Jetzt wissen wir aber auch, warum das so aufgebaut war wie ein Labyrinth. Oh! Oh! Warum habe ich so gewackelt? Ich dachte schon, sie hat mich nochmal erwischt. Junge, ich hatte auch so einen Herzinfarkt. Ja, das muss ich zugeben. Also der Jumpscare, der hat mich schon hart getroffen, weil ich überhaupt nicht damit gerettet habe, dass die Spinne jetzt schon kommt. Die war plötzlich einfach da. Die hat sich geportet, genauso wie die Drohne. Okay, soll ich jetzt noch mit ihm sprechen oder direkt die Tür aufmachen? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, da. Warum ist hier eigentlich jede einzelne Tür mit einer Schlüsselkarte versehen? Du bist rückwärts übrigens langsamer. Ah, oh, okay. Hier ist gar nichts. Das ist kein gutes Zeichen. Kann auch nicht in den Kisten wühlen. Hä? Das kann doch jetzt nicht sein. Was soll das? Ach, da ist ein Zettel. Ich bin blind. Wenn du das liest und... Was passiert hier? Oh, Ban Ban! I'll get all of your key cards
I'll get the perfect specimen and I don't have to deal with that thing down there. Das ist der mit uns gesprochen hat. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Was? Operation? Nee, danke, er ist lang genug. Was geht denn jetzt ab, bitte? Aber ey, jetzt wird's wenigstens gruselig. Hä, wieso liegen wir einfach so auf einem Boden? Mit einer Decke und niemand ist hier. Meine Keycards sind alle weg. Ja, toll. Hä? Verstehe nur ich das nicht? Was sollte das? Oh, musst du das echt immer so machen? Da stand einfach nur, dass er dich haut. Auf dem Zettel? Weil das konntest du halt wirklich nicht so schnell lesen, ne? Okay, das war aber eigentlich ganz cool gemacht. Nur frage ich mich jetzt, warum er sagt, yo, wir machen eine Operation mit dir. Aber hier ist halt niemand. Muss ich das verstehen? Er klaut deine Organe. Ja, soweit kann ich schon denken. Er will mich wahrscheinlich auch in so ein Ding verwandeln. Aber warum wird das gemacht? Und haben die das mit allen Kindern schon getan? Also komme ich zu spät? Kann ich nichts mehr tun? Oder kann man das irgendwie umkehren? Ah, ich weiß, was verlangt ist. Wir sollen hier wieder das Glas kaputt machen. Genau, deswegen müssen wir die Drohne auch außen rum schicken, weil die kann ja nicht durchs Glas. Haben wir schon vorhin gehabt, das Thema. Hier liegt wieder random so eine Schlüsselkarte rum. Also es ist irgendwie voll billig, oder? Alles liegt einfach irgendwo rum und es ist einfach, ja keine Ahnung, lieblos. Auch wenn ich die Jumpscares bisher eigentlich ganz gut fand. Nur die Story hier unten erschließt sich mir so gar nicht. Warum ist denn hier niemand? Ich dachte, der geht jetzt voll ran, so mit seinem Skalpell, aber nein. Wo ist Ben Ben hin? Und was ist das eigentlich für eine Schleimspur hier? Sieht sehr, sehr eklig aus. Warum tut sich hier denn immer noch nichts? Alle Schalter sind aktiviert, oder? Ach, da kommt ein Aufzug wieder runter. Oh, das ist nie ein gutes Zeichen gewesen. Ich bin auch nicht 100% sicher, ob wir diesen Jumbo Josh wirklich los sind. Ich habe Angst, dass der nochmal wiederkommt. Mindestens zwei der Kinder hast du ja schon selber gekillt. das möchte ich verneinen. Die sind selber in den Abgrund gefallen. Ich habe damit nichts zu tun. Außerdem hieß es doch bei dem Zettel am Anfang, dass das gar nicht stimmt. Dass man da eben nicht stirbt, wenn man da runterfällt. Vielleicht ist das so eine Art Respawn für die Monster. Okay, was ist das jetzt hier bitteschön für ein komischer Raum? Und hab nur ich das Gefühl, dass gleich jemand hinter mir herrennen wird? Nein, ist das... Ist das Josh? Was ist das? Und warum steht... warum steht da eine Kanone? Was zum Teufel? Okay, die ist auf dieses Fenster hier gerichtet. Was bitte... What? Oh, do not cross. I will trick you. Ah, das habe ich übersehen. Was ist das? Ist das der Vater von diesem Jumbo Josh? Ah, das ist sein Auge. What the hell? Okay. Es wird immer weirder. Hier ist ein Operationssaal. Da liegt auch schon einer.
Ja, ich glaube, der Arm ist ein bisschen lang, oder? Oh mein Gott! Und das war jetzt früher mal ein Kind, oder was? Das kannst du doch keinem erzählen. Warum machen die das? Und warum liegen die hier alle rum, als wenn die Dreck wären? Das ist gefühlt Backrooms 2.0. Nee, es ist Poppy Playtime auf Temu. Boah, dem fehlt ein Auge. Kann ich ihm das einsetzen? Nee. Was steht denn hier? Child? Baby? Fisch? Elefant? Also, die machen aus einem normalen Kind einen Elefanten und aus einem Baby einen Fisch, oder was? Warum? Vor allem, warum kann ich eigentlich jede einzelne Tür öffnen? Ich dachte, ich habe gar keine Schlüsselkarten mehr. Was ist denn das jetzt schon wieder? Mega-Entwicklung von Ban Ban. Er hat verschiedene Formen. Distract before extraction. Nein! Das ist die Anleitung, wie die produziert werden. Ich will nichts extrahieren. Und ich will auch nichts erschaffen. No way. Nein, oder? Ich soll jetzt zu all denen gehen und denen den Saft entnehmen, um ihn hier reinzufüllen und dann erschaffe ich ein neues Monster oder was? What? Sehe ich aus wie Frankenstein oder wie? Ja, auf manchen Thumbnails schon, okay, aber. Es ist bewusst so. Okay, wir müssen erstmal alle suchen. Hier liegt einer rum. Gib mir deinen Saft. Ist das gestört, Alter. Warum ist denn der ein bisschen braun? Vorhin sein Arsch gestochen. Die waren alle schon tot. Weiß ich nicht. Warte mal, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Und zählt er dazu? Weil der liegt ja auch irgendwie rum, oder? Ah, da hinten ist noch einer. Danke für deinen Samen. Warte, ich setz erstmal alles da rein und dann schauen wir mal, ob es passt oder nicht. Die Spritze sah sehr falsch aus. Alles hier sieht falsch aus. Das ist einfach nur super weird, das Spiel. Okay, wir brauchen mehr. Das heißt dann wohl, der Große zählt dazu. Oder war ich hier schon drin eigentlich? Ach so, da kann ich nicht rein, okay. Entnimm ihnen den Saft. Boah, ich will nicht sagen, was in meinem Kopf vorgeht gerade. Aber hält er jetzt still? Ich kann es ihm nicht entnehmen. Nein! Er hat mich zerquetscht! Was ist das denn? Dann zählt er doch nicht dazu? Habe ich irgendwo einen übersehen? Du musst ihn ablenken, bevor du ihn stichst. Ja, aber der lag doch schon völlig K.O. am Boden. Ablenken mit der Drohne, sagt ihr. Und dann den Arm, oder? Weil beim Auge hat es ja nicht funktioniert. Ich schicke erstmal die Drohne vor. Der reagiert nicht. What the? Es passiert nichts. Hä, es geht nicht!
Erst aufwecken und dann die Drohne ins Auge. Was? Nein, oder? Wer soll denn darauf kommen? Als ob. Darauf kommt doch keine Sau. Und vor allem, warum haben dann alle geschrieben, du brauchst die Kanone, wenn es nicht stimmt? Okay. Was? Jetzt kriege ich eine Rakete? Ich dachte, wir erschaffen hier gerade ein neues Monster. Was ist das denn für ein Quatsch? Warum ist bitteschön der Schließmechanismus dieser Tür mit dem Behälter hier verbunden? Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Das macht gar keinen Sinn. Aber ja, ich schätze mal, jetzt können wir die Rakete benutzen, um ihn zu verscheuchen oder so. Dann mal los. Boom! Digga. Das ist so dumm. Soll ich da mal reingehen? Nee, ich trau mich nicht. Weil imagine, ich muss dann alles wieder von vorne machen zum dritten Mal oder so. Ach warte, jetzt ist das Licht angegangen. Da ist was. Ist das ein Propellerhead? So SpongeBob-mäßig? Ja. Ist wahrscheinlich für die Drohne. Weil da stand ja auch vorhin 3 von 8. Also man kann wahrscheinlich noch weitere freischalten. Okay, das ist eigentlich ganz süß. Aber der Rest ist total seltsam. Also nach dem ersten Teil erwartet man ja eher, dass es sich hier halt um einen super sassy Kindergarten handelt und dreht. Aber es ist ja komplett abgespaced. Und die einzelnen Rätsel sind noch seltsamer. Macht gar keinen Sinn. Ja, ich sehe es auch so. Also irgendwie bis jetzt macht gar nichts Sinn. Aber schauen wir mal weiter. Oh yay! Ein dunkler Gang! Da wird doch bestimmt nichts passieren. Ach, wir sind hier! Bei dem Medical Sector. Du hast aber einen langen Hals. Aber mach dir keine Sorgen über dein Gesicht. Ein guter Doktor kriegt das wieder hin. Was ist das? Das ist der Mann im Mond, von dem man sich immer erzählt. Aber ich dachte, der wäre nett. Okay, komm. Lass mal ganz kurz unsere Drohne customizen. Ah, weil wir können jetzt nämlich hier durch. Der Weg war ja vorhin versperrt. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz unsere Drohne verändern. Ich will den Propellerhead anziehen. Hast du Spaß? Ja, also halt auf eine cringige Art und Weise. Nach den ganzen Kommentaren bei Teil 1 weiß ich ja mittlerweile, auf was ich mich hier einlasse. Auch wenn es schon, ja, sehr weird und sehr cheap ist bisher. Der tut nichts. Nein, der tut bestimmt nichts. Der sieht ganz nett aus. Propellerhead. Und komm, wir ändern auch mal die Farbe zu gelb. Ja. So sieht das aus. Hat was. Naja, gut. Ehrlich gesagt, der Hut obendrauf sieht ein bisschen random aus, aber immerhin haben sich die Entwickler irgendwie Gedanken gemacht, was sie einbauen könnten zu Sammelzwecken. Muss man ja positiv hervorheben an der Stelle. Was guckst du so? Ich würde mal gerne den Rest seines Körpers sehen. Ob das auch so lang ist? Alter, was ist dieses Spiel bitte? Jetzt wird's nur schlimmer. Wir kommen zum Testing-Sektor, guys. Eieiei. Ja, erstmal wieder Schalter drücken. Weil das ja auch so viel Spaß macht.
Es ist irgendwie voll die unnötige Spielzeitstreckung, finde ich. Der Typ draußen heißt Zolfius. Als ob die alle schon Namen haben, ey. Es gibt einen fünften Teil. Aber wo? Auf Steam ist er jedenfalls nicht. Oh, muss man jetzt wirklich... Alter. Ist ja mega unnötig. Vor allem, du musst auch immer nach dem Zurücksetzen warten, bis das Signal der Antenne nachlässt, weil sonst geht nichts. Der fünfte Teil spielt in der Vergangenheit. Hä, aber wo kriegt man den her? Und was hat sich jetzt getan? Oder sind oben noch mehr Schalter? Dein Ernst? Warte, was? Achso, hier kann man auch seine Drohne customizen. Wir hätten gar nicht in den anderen Raum gehen müssen. GV. Nee, danke. Ich kann mir schönere Orte vorstellen für GV. Was zur Hölle? Achso, hier ist ein Button. Hä, das war jetzt ja wirklich maximal unnötig. Aber was bitte ist hier drin? Ist hier der Saft vom GV drin, oder was? Nein, danke. Oh, hier werde ich gejagt. Zu 100%. Zu 100%. Aber ist ein schöner Raum. Oh, da können wir rein. Nee, doch nicht? Aber warum leuchtet das? Naja, vielleicht finden wir da noch eine Schlüsselkarte für. Der fünfte Teil kommt noch. Ja, aber der siebte ist auch schon angekündigt. Also, was ist eigentlich mit den Entwicklern los? Die haben den sechsten Teil schon released, der fünfte ist nicht da, wird aber anscheinend entwickelt und der siebte auch. Hä? Junge. How to survive a giant snail attack. Oh nein, es kommt rotes Licht, grünes Licht. Also, wenn die Augen zusammenstehen, dann dürfen wir uns nicht bewegen. Wenn die so nach außen zeigen, dann dürfen wir uns bewegen. Das heißt, wir kriegen es jetzt mit der Schnecke zu tun. Oh, ich dachte, die ist nett. Hat die nicht gesagt, die will uns helfen? Dankeschön für 1000 Likes übrigens. Noch mehr Schalter, yay. Kann es sein, dass die Entwickler keine Ideen hatten? Naja, nur. Gehst du wieder zur Schule? Nein? Warum? Warum sollte ich? Oh. Oh, oh. Ist das die Schnecke? Oh Gott. Quick, in here. Hä? Oh, es ist Opila Bird! Was? Aber... Und wer bist du? Aber ich dachte, die Schnecke kommt. Hä? Was ist das? Wer bist du? Everyone, I want you all to welcome our newest student. You're late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I'll rip you to pieces. You're a new and unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. Now sit, so we can begin. Deswegen habt ihr gerade geschrieben, ob ich in die Schule zurückgehe. Das ja, ja, okay. Das ist eine Lehrerin. Okay, weird Kid? Ich bin doch nicht weird! Lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson four of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Ich auch. Start, ich liebe Mathe. What is 6874123612 plus 98193912? And remember, wrong answers will be very harshly punished.
Was ist das bitte für eine Schule? Du wirst für jeden Fehler bestraft. Lass mal kurz ChatGPT fragen. Nein, keine Ahnung, Mann. Ach so, wir können auch unsere Mitschüler... Was? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Ja, ich hab gedacht, dass ich lieber weggehen will, aber woher weiß sie das? Was ist das für ein Scheiß? Oh mein Gott. Vor allem, wie die aussah. Oh Mann, ey. Das Voice Acting ist crap. Oh ja. Oh, wieder von vorne das ganze Gelaber. Okay, aber ich verstehe schon. Sie stellt uns irgendwelche komischen Fragen und wir müssen unsere Mitschüler um Hilfe bitten, weil das ist ja hier so ein Gemeinschaftskreis. Wie man das in der Grundschule hatte. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Oh, wait. I made a mistake. Ich glaube, wir müssen immer den richtigen Mitschüler fragen. Ja, ich hab's verstanden. Steam versteckt den fünften Teil, damit du ihn nicht spielen musst. Oh, Gabe Newell, ich wusste, sie sind dein Ehrenmann. Ich glaube, du darfst nicht spicken. Doch, also... Man kann ja hier offensichtlich... Guck... Also man kann ja hier offensichtlich seine Mitschüler um Hilfe bitten. Really smart kid. Komm, du weißt die Antwort, oder? 7, 8, 5, 6, 0, vor allem, warum ist das eine Gießkanne? Okay. You kids are really paying attention today. Klar. Next question and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Warum erst so eine unglaublich schwere Aufgabe und jetzt was super einfaches? Ja, dann... Smart Kid? Correct! Wow, I thought everyone would get it wrong. Alright, last question before your lunch break. What is misery plus disappointment? Ja, also da brauchen wir jetzt die Hilfe vom Dramatic Kid. Correct! Meins auch, weil ich sowas hier spielen muss. Und weil das meine Arbeit ist. Das ist mein Job. Das ist halt wirklich traurig. We'll start the next lesson when you come back. Okay, wir haben Pause. Oh, Alter, das war so laut. Wieso wird sie auf einmal so dunkel? Ist sie ein Roboter? Bandolina heißt sie. Okay, ist das die Schwester von Ban Ban oder was? We are the cool kids and we chew gum. Get us gum for money. Was? Was? Ich muss gekaute Kaugummis sammeln, um sie gegen Geld zu tauschen? Bro, was ist denn bitte aus den Pokémon-Karten geworden, die man so getauscht hat auf dem Schulhof? You want to save this twerp? Give us your lunch money. Das hier soll quasi den Schulhof symbolisieren. Und das sind die coolen, wie man ja auch unschwer erkennen kann. Das sind die Assis. Und hier, das sind wahrscheinlich die Gemobbten. Please save our friend. He's getting bullied over there. Junge, das kann man sich nicht ausdenken. Okay, habe ich genug Gum? Nein? Fehlt noch einer? Okay, wo denn? The unpopular kids need your help. Die sind leider nicht fame und nicht beliebt. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich den Gum traden soll, weil ich habe doch jetzt eigentlich alles, oder? Ach so, man muss das da drauflegen. Deswegen ist es da. Jetzt kann ich das Geld nehmen. Ah, okay. Wow, $1. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Glurak-Karte. Ach so, die haben... Ah, okay. Die kriegen das Geld, dann lassen sie ihn frei. So ein Quatsch. Und jetzt haben wir ihn befreit.
Kaugummi ist bares Geld. Hab damals auch Kaugummi für 10 Cent verkauft. Ja, aber doch keinen gekauten Kaugummi, Firewolf. Wer will denn das bitte noch in den Mund stecken? Jo, wir kriegen eine Ray-Ban dafür. Wir sind jetzt cool. Attention everyone, this announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal Ban Ban's office immediately. Oh, Digga. Wieso kann man sich denn nicht wenigstens Mühe geben bei der Synchro? Also, das ist ja wirklich so absolut unmotiviert. Okay, schnell zurück zum Unterricht. Did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Take a seat with the cool kids where you belong. Okay, ich gebe zu, das ist schon teilweise echt lustig. Jetzt sind wir zu cool für die. Wir nehmen natürlich Platz bei den coolen jetzt. Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, kein Atmen. And no washroom break. Wird schwer. Then, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Sehr heiß? Weiß ich nicht. Warte, wer könnte das wissen? Der Laute? Der Popular? Oder Sea Lover? Sea Life Lover, ja. Der wird's wissen. Was? Nein, warum? Habe ich zu lange gewartet? Oder war das falsch? Weil ich, also ich dachte halt jetzt Sea Life Lover, weil, you know, Polarschmelzen und so. Hä? Also ich meine, dass er dann halt vielleicht weiß, wie heiß sie ist. Aber okay, war wohl falsch. Schau mal in die Naughty Corner. Da ist die Drohne. Okay. Ja, also ich probiere es jetzt mal mit dem Popular Kid. Nothing's as hot as me. Dachte, wir sind hier in der Schule. Only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Danke. Next question. How many hearts does an octopus have? Ah, das ist jetzt hier für den Sea Life Lover. Stinger Flint. Correct. Hä? That's half right, since Stinger Flint is close to an octopus. He's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stingerflint has... Du bist doch kein Mensch. Sure, actually, but let's move on. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... Ja, kann ja jetzt nur Lautkit sein, aber was? Stimme ist ein Sinn? Oh! Echt? Correct. You just made me use my fifth sense. Close enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have for science for today. Go on to your second break and then we'll start the next lesson when it's over. Wir müssen hier halt wirklich einen ganzen Schultag machen. Oh. Okay, also zweite Pause. Ich glaube, die Synchro ist unironisch das Einzige, was mit den späteren Teilen besser wird. Ey, immerhin. Und Sina, vielen, vielen Dank fürs Verschenken von 5 Mitgliedschaften an meine Mitschüler hier. Okay, um was geht's jetzt hier gerade, bitte? Kann ich denen das Geld klauen? Ach so, weil wir cool sind. Wir können mit denen machen, was wir wollen. Die wehren sich nicht. Oh, nee. Ich will aber niemanden mobben. Ich bin gegen Mobbing. Was soll das? Und wer bist du? You wanna join us, Punk? Give me some lunch money. So weird, ey.
Was ist dieses Spiel? Was hat man sich dabei gedacht? Was für Lunch Money. Davon kann er sich Snooze kaufen. Hä? Wieso kriegen wir den denn jetzt hier? Was soll ich damit? Was ist das? Attention everyone. This announcement concludes your second break. Please return to your classes. What the hell? Alter, das erschreckt mich jedes Mal! In one day? Okay, also wir sind jetzt quasi eher hier. Yuck. One cool kid and one mean kid. Welcome. Sit on the table to your left where you belong so we can begin. Ich bin der Pain Giver. The first lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? Du? Weiß ich nicht. School sucks. Wrong! Ich kann doch nichts dafür, wenn er sagt, die Schule ist scheiße. I will beat you to death. Correct. That is a perfect example. Good job. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? Das ist ja übelst misleading. Vor allem bei den anderen Tischen musste man sich ja nie selbst wählen. Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great. I can feel it. Was war das? Wait, what was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Hä? Egal. Das ist unsere Chance zu verschwinden. Aber wie? Ah, da, Drohne. Komm her, Drohne! Öffnen, schnell! Ich hab keinen Bock mehr auf Schule! Ich will Influencer werden! Ah, schnell, mach auf! Okay. Zumachen. Yes! Don't snitch on me, Skipping, and I will give you some gum. Okay, wir dürfen ihn nicht verraten, dass er hier sich versteckt. Oh! I actually tried to be a good teacher this time. Oh nein, oh nein. Was heißt hier, sie hat versucht, eine gute Lehrerin zu sein? Bei jedem kleinen Fehler hat sie mich angeschrien. Es gibt noch mehr von denen? Und warum ist der eine blau? What the hell? Was war das hier eigentlich? Sieht aus wie ein riesiges Kondom. Capture the birds and place them in the nest. Nein! Oh gosh. In dieser Schule hättest du viele Sechsen geschrieben. Ja, eindeutig. Aber die können mich jetzt nicht killen, ne? Die sind noch zu klein. Trotzdem die Frage, wieso... Was soll das? Und was ist hier? Geht nicht auf. Okay. Ah, man kann sie auch hochlaufen. Nee, kann man nicht. Hä? Muss ich sich jetzt for real alle einzeln grabben und da in das Nest setzen? Und die bleiben dann da? Warum? Ich komme nicht auf dieses Spiel klar. Was soll der Shit? Und dadurch öffnet sich dann die Tür oder was? Weil das eine Art Druckschalter ist und wir können das erforderliche Gewicht nur erreichen, wenn wir all diese Biester da stapeln?
Was ist das? Das wird sehr lange dauern. Drück nicht den Knopf. Hä? Welchen? Den? Aber das habe ich doch gerade gemacht. Und warum ist jetzt hier auf einmal eine Schlüsselkarte? Oh, Moment. Okay, I see, I see. Das ist die Mutter. Da ist Opila Bird drin. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache, bin ich wieder tot. Oh, das ist die reinste Qual, ne? Weil das Licht, das geht natürlich nur aus, damit du die Biester nicht mehr siehst und nicht grabben kannst. Boah, ist das bodenlos. Gefühlt die Hälfte des Spiels besteht aus sinnlosem Strecken. Weil ich meine, was ist denn die Idee dahinter? Und dann buggt das auch noch rum. Ja, ich bin gegen Massentierhaltung, aber was soll ich machen? Ich soll die alle sammeln. Mir sind die Hände gebunden, Leute. Wie viele sind das überhaupt? 5? Ich glaube schon. Der Andersfarbige hat es bis jetzt auch immer noch geschafft zu entkommen. Richtiger Macher. Der Große ist hinter der Tür, ja. Hm. Aber muss ich da nicht durch? Also die Tür wird sich doch früher oder später eh öffnen, oder? Weil hier gibt es ja sonst gar keinen anderen Weg. Aber man könnte sich doch dann verstecken. Immerhin. Die Frage ist nur, warum muss ich dann überhaupt das Nest füllen? Ach so, wahrscheinlich, weil wenn das Nest voll ist, lässt mich der Vogel in Ruhe und geht zu den Kindern, I guess. Aber das ist ja sowas von weird. Kostet das was? Ja, leider. Also Chapter 1 ist kostenlos. Ab Chapter 2 kostet es Geld. Ich habe, glaube ich, im Bundle für alle Chapter, die verfügbar sind bis jetzt, 28 Euro gezahlt. Also, ich habe den Verstand verloren, offenbar. Aber hey, ich habe die 28 Euro geopfert, damit ihr es nicht müsst. Ich glaube, das sollte der Titel sein hier. Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was passiert, weil ich glaube, wir haben alle. Ja, 6 sind es insgesamt. 6 kleine Opilas, die darauf warten, zu KFC gefahren zu werden. Und nun, schätze ich mal, lässt mich der Vogel in Ruhe? Ich hoffe es zumindest. Ah, der guckt mich an, er guckt mich an. Aber er geht weg, er geht weg. Okay. Okay. Dann los, lauf. Kümmer du dich lieber um deine Kinder. Kann ich das zumachen? Nein, kann ich nicht. Die Schnecke! Okay, warte, warte, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Erst wenn die Augen nach außen zeigen, aber... Hä, warum ist sie jetzt so plötzlich da? Ich hatte keine einzige Möglichkeit wegzulaufen. Und ich weiß ja auch nicht, wo ich... Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich die scheiß Vögel nochmal sammeln muss. Sonst drehe ich durch. Wenn ich die nochmal sammeln muss. Ich reiß hier alles aus... Dankeschön. Muss ich die auch irgendwie mit der Drohne ablenken oder was? Nee, ich kann die Drohne gar nicht rufen. Was soll das denn? Ah. Jetzt geht's auf einmal? Hä? What? Oh nein, sag nicht, man muss immer hinter die Türen kommen. Und dann wahrscheinlich da rein. Die Animation, ja, es ist alles so lächerlich. Nein, nein! Nein! Das ist so unfassbar schlecht. Du hast ja... Digga! Du hast ja wirklich keine Chance! Weil sie offenbar immer von Tür zu Tür schleimt. Warum? Woher soll man das denn blind ahnen?
Kann man sie damit ablenken? Nee. Ey, was ein Schrott. Du darfst die Kamera nicht drehen. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Weil, ihr habt ja vorhin geschrieben, wenn man rückwärts läuft, ist man langsamer. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so fies ist. So, jetzt glaube ich, bin ich sicher, oder? Weil sie scheint immer, also bis zu den Türen zu gehen. Und vorhin waren wir halt leider einen Tacken davor. Aber wie scheiße ist das denn? Das ist ja so gottlos, Alter. Ah, ja, chill jetzt mal. Okay, okay. Okay, schnell die Tür, in die Tür, in die Tür. Komm. Mach auf. Mach auf! Mach doch auf! Soll ich jetzt laufen? Ich laufe einfach. Mir ist egal. Ich laufe. Okay. Bin ich hier dran gerade gestorben? Wie? Wie soll ich denn hier gekillt worden sein, bitte? Die Tür war zu! Sehr fair. Weil das auch so ewig lang dauert, bis die Tür sich öffnet. Okay, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Tatsächlich, jetzt zählt's. Was für ein Scam. Was ist das hier wieder für ein Raum? Noch mehr Kanonen. Und die haben hier einfach einen eigenen Strand. Das ist der teuerste Kindergarten der Welt, glaube ich. Oh, noch mehr Raketen. Toll. Und Muscheln. Okay, ich glaube, wir müssen die Muscheln sammeln, ähnlich wie die Eier im ersten Teil. Oh, die Farbe sieht aber schon geil aus. Ansonsten ist das Spiel halt auch echt urhässlich, ne? Stinger Flynn Mission. Stinger Flynn likes to collect seashells in his chest. Find him 8 shells to get your prize. Okay, also wir brauchen 8 Muscheln, dann kriegen wir den Inhalt der Schatztruhe. Hype! Du kannst das Spiel in 2 Wochen zurückgeben, aber du musst unter 2 Stunden Spielzeit haben. Okay. Das Ding ist, dass ich ja das Bündel gekauft habe. Deswegen ist die Frage, ob man da auch einzelne Parts von zurückgeben kann. Falls ja, wäre das halt schon geil. Weil es tut echt weh, dafür Geld ausgegeben zu haben. Es ist so wack. Ey, wie viele von den Shells habe ich eigentlich? Ich habe gerade jetzt nicht mitgezählt. Aber ich glaube nicht, dass wir schon alle haben, oder? Ne, da ist noch eine. Ich habe noch nie ein Spiel auf Steam zurückgegeben. Aber ich glaube, diesmal versuche ich es for real. Oh Mann, ey. Aber 2 Stunden ist schon eigentlich echt großzügig, oder? Okay, das waren alle. Und dafür gibt es... Ah, wer hätte es gedacht? Eine Schlüsselkarte. Ja, um das Spiel oben zu aktivieren. Okay. Wir müssen, wie es aussieht, wieder einmal auf Schalter ballern. Aber diesmal nicht mit der Drohne, sondern mit den Kanonen. Okay. Dann mal los. Haben die Farben was zu bedeuten? What? Ist das richtig so? Ey, das erinnert mich übelst an Poppy Playtime Chapter 2 mit diesem einen Spiel, wo du die Knöpfe drücken musst. Nur das hier ist die Ultra-Alpha davon. Hä, was jetzt? Geht's weiter? Muss ich runter? Weil unten sind auch noch 2 Schalter gewesen. Oder habe ich's falsch gemacht? What?
Nein, oder? Was ist das für ein Scheiß? Ach, wir hätten vielleicht aber auch erstmal lesen sollen, was da steht. Das ist der größte Müll, den ich je gespielt habe. Es hat doch auch nichts mit Horror zu tun eigentlich, oder? Was soll der ganze Quatsch? Okay, lass mal lesen. Cannons must be fired at the lit buttons. Also ist schon mal richtig. Wir sollen die aufleuchtenden Knöpfe abschießen. Nur eine Kanone kann gleichzeitig beladen werden. Und der Timer darf nicht zu Ende gehen. Es gibt 3 Runden insgesamt. Ja, aber ich habe doch dreimal getroffen. Oder zählte das als eine Runde? Ja, dann frage ich mich aber, warum der Schalter nicht wieder geleuchtet hat. Hey, what the hell, Alter? Ich bin ja sogar runtergegangen, aber da war auch nichts. Jetzt aber, oder? Was soll das? Der Timer war doch schon abgelaufen. Hä? Hier passt ja gar nichts. Der Ton ist auch vor allem weg gerade. Oder hab nur ich keinen Ton? Ich hab keinen Ton mehr. Aber ich glaube, es ist nur bei mir so. Was ist das? Holy shit, ist das ein Müll. Ja, im Stream ist noch Ton. Okay. Das ist ja so ein unglaublicher Crap. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vor allem, du siehst von oben ja auch noch nicht einmal die Knöpfe. Die Frage ist halt, ob die vorherige Runde gespeichert geblieben ist oder nicht. Aber ich habe da so meine Zweifel. Wer entwickelt das und sagt sich, yo, das ist cool. Das machen wir so. Kommt nicht drauf klar. War das jetzt eine Runde? What? Also gehen wir mal davon aus, das war eine Runde und die bleiben gespeichert. Dann müsste das jetzt die finale dritte sein, ja? Jetzt kommen nämlich auch die unteren dazu. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das ist. In Runde 1 sind es nur diese 2 Buttons, in Runde 2 die 4 und in Runde 3 dann alle. Glaube ich. Warte, war ich jetzt zu langsam? Aber ich musste doch wieder hochkommen irgendwie. Halt, stopp. Ah nee, alles gut, schnell, schnell, mach. Mach! Komm! Okay, gut. Oder hat das nicht gezählt? Doch, hat gezählt. Bitte erlöse mich. Bitte erlöse mich. Komm. War's das? Nein, geht noch weiter. Ich glaube, wir müssen wieder runter, ja. Ja. Bitte, bitte. Treff.
Oh, wieso geht das immer weiter? Es hört nicht mehr auf! Okay. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Ja! Das war der most random Bullshit of all time. Was sollte das bitte? Digga. Oh, schau mal. Irgendwelche Freaks haben die Kinder beobachtet. Unbemerkt. Da ist die nächste Schlüsselkarte. Oh, wo komme ich denn jetzt damit hin? Ich weiß gar nicht, welche Wege noch offen sind. Aber wie lang ist bitte dieses Kapitel? Ich kann nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich merke, wie mein Gehirn schrumpft, je länger ich das spiele. Okay, also hier geht's weiter, I guess. Kommt die Schnecke nochmal? Nein, aber ich denke, dass uns da unten nichts Großartiges erwartet. Oh komm, was? Jetzt machen die einen Jump'n'Run-Parcours? There's exercise, so it's best to save your breath. Wait your turn, or everyone falls to their deaths. Oh, was haben wir hier? An Mami. Ich bin okay. Und Claire ist auch okay. Die nette Qualle hat uns vor dem Opila Bird gerettet. Und auch vor dem bösen roten Mann. Also Ben Ben. Wir gehen jetzt zu der Qualle nach Hause. Yay! Da schauen die bestimmt Disney-Filme. Oder? So ein Fiebertraum. Ja, es ist wirklich ein absoluter Fiebertraum. Vor allem, es wirkt so, als hätten die Entwickler wirklich gar keinen Plan. Als würden die halt einfach nur verschiedene Ultra-Alpha-Konzepte zusammenschnüren zu einem ganzen Spiel. Aber es hat ultimative Frankenstein-Vibes, weil nichts zusammenpasst. Das Spiel will irgendwie alles gleichzeitig sein und ist am Ende gar nichts. Oder sehe das nur ich so? Naja, wobei eigentlich nicht. Es hat ja wirklich viele Hater, ne? Aber also am Anfang des Kapitels dachte ich noch so, jo, es ist doch bestimmt ein bisschen übertrieben auch. Aber holy shit! Was ist das? Es passt halt auch überhaupt gar nicht zu dem, was sie im ersten Teil angeteasert haben, oder? Ach, wir müssen darüber. Warum muss jetzt diese Passage schon wieder so ultra lang sein? Vor allem ein Fehler und ich bin komplett RIP. Digga, das kann nicht. Das gibt's nicht. Nein! Oh, das war knapp. Oh, hier ist ein Tape. Gab es nicht in dem Anfangsraum so einen Fernseher? Mit genau demselben Zeichen? Okay, dann war das aber Bonus. Ey, die Sprungphysik ist auch so ätzend. Du kannst da gar nicht richtig. Also du kannst gar nicht gegensteuern. Der Sprung läuft eigentlich immer gleich ab, es sei denn, du drückst nicht auf Rennen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich zu weit fliege. Boah, lass mich jetzt bitte nicht runterfallen, ne? Ich krieg sonst das Kotzen. So ein Schmutz, Alter.
Das hört ja niemals auf. Na gut, doch, da vorne ist die Winner's Corner. Also ich glaube eher, Winner sind all die, die das Spiel überhaupt gar nicht erst angefangen haben. Ich glaube nicht, dass ich das mit all meinen Gehirnzellen bis zu Ende durchspielen kann. Das sind ja anscheinend 7 Teile, ne? Holy shit. Imagine da jetzt runterfallen. Imagine. Oh. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Langer roter Gang. Almost there. Wo denn? Oh. Der Kuchen ist wohl doch keine Lüge. Ey, das sind Ben Ben und wie hieß sie? Bambolina? Warum sind hier überall Türen? Alle gekennzeichnet mit einem von den Monstern. Kann hier auch gar nichts machen, by the way. Ben Ben! You know, on a normal day, you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open, so we must keep this brief. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. Nein? I needed something from you that I could only get if you were unconscious. And I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't lie to you about. And that's me knowing why you're here. You're here for your children. Schon? I'm working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both. That resides deep in the abyss. Oh no. You've gotta go. There is an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Warte, wer kommt da? Der so stark ist? Stärker als wir beide? Ich dachte, ich soll zu Opilabird gehen. Was war das? Opilabird ist zu! You've been a bad student. What? What? War das Ben Berliner? Oh ja! Die hat ein Messer oder so! Oh shit, what? Ich wusste, dass Jumbo nicht tot ist und zurückkommen wird. Aber wo soll ich hin? What the hell is this? Oh! Ich will einfach nur erlöst werden. Wo lang? Nein! Ah! Ah! Das ist doch unfair! Woher hätte man denn jetzt wissen sollen, wo der richtige Weg ist? Hier, es gibt keinen Hinweis, wo man lang gehen soll. Es sieht alles absolut gleich aus. Das ist komplett unfair. Was ist das für ein Game Design? Da ist der Ausgang. Warte, was ist das X? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hätte ich zu dem X gehen sollen? You've been a bad student. Aber wenn es, wie ihr sagt, einen Zettel mit Hinweisen gibt, dann sollte der doch bitte auch nicht optional sein, sondern auf dem Weg liegen, sodass jeder weiß, was hier zu tun ist. Und vor allem, was muss ich am Ende machen?
Sie muss auf das X. Okay. Aber ich muss vorher den Schalter oder beide Schalter aktivieren, oder? Was passiert dann? Schlägt er sie? Ich bin aber eigentlich gegen das Schlagen von Frauen. Okay. Ah jo, natürlich hat sie genau in dem Moment hier diese Schlüsselkarte fallen gelassen. Das stimmt nicht mit dem Zettel. Ach, keine Ahnung, es kann ja schon sein, dass irgendwo einer versteckt war. Aber das war so oder so wieder extrem seltsam gameplay-wise. Stürzt er wieder ab? Weil ich denke mal nicht, dass wir jetzt sicher sind. Oh, was steht da? No matter what, do not go down there. Ja, super. Den Hinweis kriege ich ja sehr schnell. Was macht die Schnecke da? Habt ihr es gesehen? Da war die Schnecke. Nein! Ist es zu Hause der Schnecke? A cool hat has been unlocked. Oh, es ist vorbei, oder? Bin ich erlöst für heute? Oh mein Gott, danke. Ach du heiliger Mist. Und natürlich verlinken sie sofort den dritten Teil. Was um alles in der Welt ist Garden of Banban? Ja, okay, also sie haben versucht, möglichst viel umzusetzen. Aber wie ich schon bei der Jump'n'Run-Passage gesagt habe, es wirkt halt so, als wenn das alles so Ultra-Alphas von verschiedenen einzelnen Spielen wären. Und die hat man dann aus Verzweiflung und Ideenlosigkeit zusammengenäht zu einem ganzen Spiel, Garden of Banban 2, wo nichts zusammenpasst. Die Jumpscares fand ich ganz gut. Aber sonst eigentlich gar nichts. Oh mein Gott. Also dagegen ist Poppy Playtime wirklich Game of the Year. Aber ich mag Poppy Playtime. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich fand das auch super. Das hier ist nicht mal die Temu-Version davon. Zeit für Refund. Ich werde es probieren. Und ich werde mir auch echt überlegen, ob wir uns den dritten Teil antun sollen und alle, die danach kommen. Es hat schon echt wehgetan. Ab und zu mal stand im Chat, ab dem vierten Teil wird's besser. Ich weiß nicht, ob man dem Glauben schenken darf. Leute, ihr entscheidet. Ich traue es mich eigentlich nicht auszusprechen, aber ja, wenn es gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere, um keine besseren Videos zu verpassen. Aber während man das spielt, nimmt man Schäden im Gehirn. Ich muss mich erstmal ausruhen. Schönen Abend euch noch. Das war nix, das war gar nichts.